Gesamtwertung Flash to City ebenfalls auf dem zweiten Platz. Der Salzburger Radmarathon und der Sieger des heutigen Zandheimer Marathons. Stefan Kill, meine Damen und Herren. Willkommen zu den nächsten Meterstart Nummer 6. Jetzt seid Nummer 26 in der Weltrangliste. Ja? Und ihr bester Fahrer, Karriere, nimm das Radl rauf, bitte. Das Ridley-Rad, das wir hier haben. Und tja, Andi, wie wirst du es angehen heute? Nass. Runter! Es ist ja von. Ui! 3, 2, 1, unser Ballstuhl, los geht's! Das war wie bei Volanta, der Startschuss. Unglaublich, jetzt ist er draußen, der Pulsschritt. 28 Fahrer. Nächste Runde, dritte Runde. Im Allen Münchlich von Tobias Hedi. Vorne an der Spitze. Hier sind wir an der Tasse. Matthias Lehne. Und sauberes Tempo gleich am Anfang an. Alter Schwede. Dritte Runde befinden wir uns. In Etikett haben wir Matthias Lehne. Daniel Hinder, hier ist die Fahrt. Rundenlang eigentlich in gleichen Abstand gefahren. Jetzt haben wir. An die Und jetzt gibt es die Punkte aus dem Teamfahrer, der Dominik Brände, glaube ich, holt sich die Punkte da schon her. Zwei Punkte und die Nummer 22 holt sich einen Zähler. Nächste Runde, Punkte geholt. Wir haben ja, das ist der Schweizer, ein oder zwei. Einmal für Rumpanitz. Die Nummer 14 hat sich die zwei Punkte abgeholt, das war Christian Andres und zweiter war, soweit ich gesehen habe, die Nummer 22 vom Team Rufalex. Der Schweiz geht vom Ocker Locker, Team Nummer 14 und dann die Nummer 23. Holt 22. War das war wieder der Ramon Fechter. Der mischt ja eigentlich schon seit Beginn dieses Rennens ganz vorne mit. Und nächste Runde, und jetzt ist das Cycling Team Tirol mit zwei Fahrern vorne.
Der Harald ist dabei und ich nehme an, das ist der... Aus Achtung, wer holt die Punkte? Herr Scheimer, Spannung total, der hier ist. Super Racho, letzte Runde. Christoph Sokol, Harald Dotschnig sehen wir. Super Leistung des Dominik Brendle. Der Applaus, 2 Punkte und 1 Punkt für die Nummer 24. Riesen Applaus, super Show geliefert. Hier am Schluss kommen die Reingekommen. Da kommt das Team Tirol herein. 3, 2, 1, los geht's! Applaus hier, 3 Einführungsrunden. Und ab der 3. Runde scheidet immer der Langsamste für uns hier aus. Wer scheidet hier aus? Ich glaube, es ist Tobias Jenny. Seinen gesamten Rückstand aufgeholt und sie fahren jetzt gemeinsam hier über die Ziellinie. Dieser Runde erwischt. König ist hier, dann haben wir Harald Dotschnig, dann haben wir Dominik Brendle und es erwischt hier den anderen. Die Nummer 27. 21. Jetzt ist Scheinweh und der Roman Andres. Jetzt hat es den nächsten Rumpelex-Fahrer erwischt. Wir haben noch 5 und wer scheidet aus hier? Es ist Rumpelex-Fahrer mit Nummer 21. Anschließend letzte Runde. Letzte Runde! Achtung, letzte Runde! Stefan Küpp wird Vierter der Liechtensteiner. Noch ist Dotschnig vorne! Harald Dotschnig, der Tiroler! Er zieht hier ins Winter über! Matthias Brendle! Er kommt hier noch! Was sind die Nahe? Unglaublich, Matthias Brendle! Gewinnt hier in St. Anton Mau! Vom Team Vorarlberg aus Österreich, Dominik Brendle! Sensationelles Comeback des Dominik Brendle. So lange nicht schon gefahren und jetzt hier der Dritte. Und auf dem 2. Platz ein Mann, der das Kopfsteinpflaster St. Antons liebt. Letztes Jahr hat er dieses Kriterium gewonnen. Heuer gibt es die Silbermedaille vom Cycling Team Tirol, Harald Dotschnig. Und alle Leistung wieder. Der große Montenegro-Team Cycling Tirol, sensationell. Und der Mann des Abends, ein Vollprofi, 2-mal Giro d'Italia zum 10 in diesem Jahr. Und jetzt hat er seinen gewünschten Sieg. Unser Applaus aus Hohens in Bauberg, Matthias Brendle. Der Bürgermeister, Helmut Mall, der Obermeister Vissus, Hernandez, Richie Walter. Mit den Blumen für die besten Superrennen, Martin. Ja, vor allem ein Superrennen, weil es extrem schwierige Verhältnisse waren. Und ich glaube, auch unsere Zuschauer können dem nur zustimmen. Unter den Schirmen ist schwer zu klatschen, aber ihr wart auch super. Danke, dass ihr da geblieben seid. Noch einmal einen Riesenapplaus für die Radfahrer, die das gesund und in einer unglaublichen Disziplin durchgestanden haben. Are you ready? Did you know? Tell me, baby, are you ready?
Applaudieren, weil ich finde, er geht nicht mehr. Er hat alles umgedreht.